Ja, schönen guten Morgen. Ihr seid alle wach, ich auch. Bisschen Verzögerung. Ich erzähle jetzt was zum Internet und wie das in diesem Internet alles funktioniert. Und ich habe sogar gestern Abend schon meine Slides vorbereitet. Und dafür habe ich ein bisschen... Genau. Danke, danke. Dafür habe ich halt gestern Abend so ein bisschen Recherche gemacht. Ich denke so, Internet, was ist das eigentlich? Bin ich natürlich erstmal zu Google gegangen und dachte, ja Mensch, da sind wir schnell fertig. Das ist das Internet. Und ja, kann man eigentlich auch nicht viel zu sagen. Schwarze Box, rote LED, kennt bestimmt der ein oder andere. Da dachte ich, sind wir schnell fertig. Haben wir noch ein bisschen Zeit für Morgen-Yoga. Ne? Sonnengruß und so. Machen wir jetzt dann doch nicht, weil, genau, ich erzähle mal im Detail, wie das eigentlich funktioniert. Zuallererst braucht man ja irgendwie IP-Space. Da haben wir gestern schon drüber gesprochen, dass es ein paar reservierte Bereiche gibt in IPv4 und in IPv6, die man lokal benutzen kann. Die kann man deshalb lokal benutzen, weil die nirgendwo öffentlich auf Einheitlichkeit verwaltet werden. Das heißt, den kann jeder benutzen, darum ist er öffentlich nicht erreichbar, weil er mehrfach existiert. Das ist aber nicht mit dem gesamten IP-Space so. Der gesamte IP-Space wird im Grunde verwaltet von der Jana. Die hält quasi alle Ressourcen und die verteilt Ressourcen, also delegiert Ressourcen, in die einzelnen lokalen Organisationen. Das hatte ich gestern schon mal kurz angedeutet. Das sind die sogenannten Regional Internet Registries, RIRs. Davon gibt es in Europa auch eine, die das tut. Das ist halt das RIPE NCC. RIPE NCC ist das Network Coordination Center, nicht zu verwechseln mit der RIPE an sich, das ist sozusagen die Community dahinter, die über Policies diskutiert und dann Dinge tut. RIPE NCC ist die Organisation, die das hinterher operativ umsetzt, was in diesen Policies drin steht. Das gibt es für andere Bereiche auf der Welt halt auch, in Summe gibt es jetzt davon halt 5 Stück. Genau, das ist mal so eine Karte, damit man ungefähr sieht, wer jetzt welche Ausbreitung hat in dem Bereich. Ist halt hierarchisch organisiert. Das heißt, um an so einen IP-Space ranzukommen, kann man verschiedene Wege wählen. Ganz oben ist halt die Jana, geht den kompletten IP-Space sozusagen und die delegiert jetzt Teile dieses IP-Spaces, den sie verwaltet, an Regional Internet Registries. Das ist im Grunde die zweite Ebene, die man jetzt auf der Folie sieht. Dann hat man zwei Optionen, an IP-Space ranzukommen. Entweder man ist End-User und bekommt ein Stückchen aus dem Block dieser Regional Internet Registry direkt zugeordnet. Das heißt, da ist niemand dazwischen geschaltet. Organisatorisch muss man zwar einen Vertrag mit jemandem schließen, der beim RIPE NCC Member ist, also LIR, bekommt den aber trotzdem aus dem Block der Regional Internet Registry direkt zugewiesen. Vorteil ist, man ist organisatorisch nicht abhängig von dem LIR, mit dem man quasi irgendwas zusammen macht. Man kann den IP-Space mitnehmen. Und der normale Weg ist aber so, dass der LIR, also quasi der Member bei der RIPE NCC, einen IP-Block bekommt, den delegiert wiederum die RIPE aus ihrem Block an denjenigen, der dort Member geworden ist. Und der normale Weg ist dann, dass derjenige einen Schnipsel davon nimmt und dem Kunden zuteilt. Ja, das ist sozusagen die rechte Variante, die man da sieht. Das heißt, in dem Fall hat jetzt sozusagen der LIR 1/22 bekommen und verteilt da zweimal IP-Space an einen Endkunden. Das sind so die verschiedenen Wege, wie man an IP-Space rankommen kann. Wenn man jetzt diesen IP-Space hat, dann muss der irgendwie noch erreichbar werden. Da hat man so erstmal so ein kleines Thema. Das sieht vielleicht nicht so aus, wie man das zu Hause kennt. Also sagen wir mal, ein normales Homescale-Network. Ich habe irgendwo einen Enterprise-Router, habe einen ISP. Da ist die Welt ja relativ einfach, weil dieser Router kennt halt eine Route für alles. Hatten wir gestern Routing. Das heißt, es gibt da so eine Default-Route, die hat die Fritzbox, die lernt die, wenn die sich eingewählt hat von dem ISP. Und die sagt der Fritzbox, schick alles, was du nicht kennst, bitte an das Remote-Ende von dieser PPPoE-Verbindung. Und dann werden einfach alle Pakete dahin weitergeleitet. Das heißt, die Fritzbox, die kennt zwei Netze, die kennt ihr eigenes lokales Netz, weiß nicht, 192.168.56.0/24 vielleicht. Das könnte die direkt reinwerfen in das Netz. Das heißt, sie macht dann ARP-Request, guckt, wer ist dann erreichbar, schickt es dahin. Und alles andere wird halt zu dem ISP geschickt. Nachteil ist, ich kann mein IP-Space gar nicht benutzen, sondern ich bekomme eine IP von dem. Das heißt, das ist sozusagen ein Stückchen Space, das wir gerade gesehen hatten auf dem Slide, also eine Adresse,
aus dem IP-Space des Providers. Genau. Wenn ich das jetzt anders machen möchte, das heißt, wenn ich meinen eigenen IP-Space erreichbar machen möchte, dann muss ich ein paar Dinge haben. Das heißt, ich habe erstmal meinen IP-Space, den habe ich bekommen, als ich Member geworden bin bei RAP-NCC. Das ist unter anderem auch der einzige Weg, da überhaupt noch ranzukommen für IPv4. Das heißt, für IPv4 aufgrund der Knappheit, es gibt da so eine sogenannte Last-8-Policy, also es gibt einen /8-Block noch, der verfügbar ist, aus dem vergeben wird. Mittlerweile haben sich ein paar Ressourcen wieder mehr angesammelt, sodass ein paar mehr Adressen frei sind als 1/8. Aber es gibt eine Policy, die hat angefangen zu greifen, als die RIPE sozusagen den letzten /8-Block angebrochen hat. Und aufgrund dieser Policy kann man halt gewisse Dinge nicht mehr tun. Man kann zum Beispiel als neuer LIR kein /21 mehr bekommen, wenn man Mitglied wird. Man bekommt nur noch ein /22 und bekommt danach auch keine weiteren Allokationen mehr von denen. Das andere Thema ist dann halt, dass man keinen PI-Space mehr bekommt für V4. Das heißt, man kann nicht mehr unabhängigen Adress-Space beantragen, es sei denn, man will IPv6. Also bei IPv6 geht das natürlich weiterhin. Den direkten PI-Space kann man aber nicht weiter zuweisen. Das Thema hatten wir jetzt schon für verschiedene Freifunk-Communities. Wenn man einen PI-Space für V6 bekommt, hat man das Thema, dass der quasi für die eigene Organisation ist. Man darf daraus keine Sub-Assignments machen an jemand anderen. Das funktioniert nur mit sogenannten PA-Space. PA-Space war in der Hierarchie sozusagen der Space, den ich von der Regional Internet Registry als Allokation, als Provider bekommen habe. PI-Space war das, was ich sozusagen direkt aus dem Pool der Regional Internet Registry bekommen habe. Ich habe jedenfalls jetzt diesen IP-Space und um den erreichbar zu machen, brauche ich halt erstmal irgendwie Routing-Hardware. Das heißt, ich kaufe mir halt einen kleinen Router mal und kann dann vielleicht damit auch Routing machen. Ist halt aber auch nicht so gut, weil ich möchte ja auch Redundanz haben in irgendeiner Form, wenn der Router mal abbraucht. Das heißt, ich kaufe mir am besten zwei. Jetzt spreche ich mit anderen und denen muss ich ja auch irgendwie mitteilen in diesem Internet. Wer bin ich denn eigentlich, ja? Und mit Namen kommen die vielleicht nicht so gut klar, sind die alles Computer in irgendeiner Form. Das heißt, ich muss irgendwie mich identifizieren. Da gibt es halt was, das nennt sich autonome Systeme. Es gibt also eine autonome Systemnummer, die muss ich mir auch besorgen. Die gibt es auch bei der RIPE, die gibt es auch in der Variante für Member und in der Variante PI. Das heißt, es gibt auch providerunabhängige autonome Systemnummern. Das haben wir auch getan als Freifunk Rheinland e.V. Unsere AS-Nummer ist AS201701. Die besorge ich mir, die konfiguriere ich dann auf meinen Routern. Und wenn die Router mit jemand anderem reden, dann sagen die, hey, ich bin AS201701 und der andere sagt nun seine AS-Nummer und dann wissen die gegenseitig Bescheid, wo dann halt die Routen herkommen, die dann lernen. Wie das genau funktioniert, das erzählt dann Olli gleich in seiner Session. Dann habe ich meinen Router, ich habe meine AS-Nummer, ich habe einen IP-Space, aber der muss irgendwie noch öffentlich erreichbar werden. Das nächste, was ich dann brauche, ist jemand, der öffentliche Erreichbarkeit mir verschafft. Das heißt, jemand, mit dem ich selber BGP reden kann und sagen kann, hey, hier ist mein IP-Space, mach den mal bitte erreichbar und verteile den an alle anderen, die du kennst. Da gibt es jetzt verschiedene Varianten, man kann halt irgendeinen Provider sich besorgen. Ich habe mal so die größten Provider, die es so gibt, die gliedert man so ein bisschen so in so Tier-Level. Die Netze mit der meisten Konnektivität, die bezeichnet man irgendwo als Tier 1. Die habe ich mal so, das ist jetzt nur ein Ausschnitt, aufgelistet. Das heißt, ich muss irgendwo noch einen Service kaufen, der allen anderen im Internet weitererzählt, dass ich jetzt da bin und dass ich einen IP-Space habe. Und die finden dann über irgendeinen dieser Provider eine Route zu mir. Das nennt man Transit. Was das dann halt im Detail bedeutet, zeige ich dann gleich. Genau. Default Free Zone, das ist der Bereich, in dem es gar keine Default-Route mehr gibt. Wir haben ja gerade gesagt, Fritzbox zu Hause ist alles relativ einfach. Ich wähle mich ein, habe eine PPoE-Session zu irgendeinem Provider, der pusht mir eine Default-Route und ich kann dem einfach den gesamten Traffic abkippen, den ich irgendwo habe. Der kümmert sich um den Rest, relativ easy. Wenn ich jetzt meine beiden Router nehme, die ich mir jetzt frisch gekauft habe, habe da meine autonome Systemnummer konfiguriert, gucke ich so in die Routing-Tabelle rein, nichts drin. Das kann man dann halt ändern, entweder indem ich einen dieser Provider nehme und mir Transit besorge, das heißt, der schickt mir alle seine Routen, die er kennt. Oder ich mache halt einen Peering. Bei dem Peering ist es allerdings so, dass ich immer nur die Routen empfange, die das andere Netzwerk, mit dem ich peere, auch hat.
Das heißt, in der Grafik jetzt, wenn man das mal sich anschaut, gibt es ja jetzt zum Beispiel, weiß nicht, AS Nummer 6. Wenn ich jetzt mit AS 7 peere, empfange ich alle Routen, die bei AS 7 vorhanden sind. Wenn ich jetzt allerdings zu AS 1 hin möchte als AS 6, muss ich halt AS 7 irgendwie dazu bekommen, dass sie mir die Routeninformationen weitererzählen. Das nennt man dann Transit. Das heißt, wenn jemand Datenverkehr nimmt und den weiterschickt, obwohl er nicht für einen selbst bestimmt ist, dann ist das Transit. Genau, ich habe jetzt mal beispielhaft einfach mal so eine Darstellung gemacht, wie kann sowas aussehen, also rein fiktiv jetzt. Sind zwar irgendwo echte Informationen drin, also die Subnetze existieren wirklich. Und wollte mal zeigen, wie sieht so ein Peering jetzt in Realität aus. Ich habe jetzt mal genommen Facebook, Apple, Kabel Deutschland mit so drei exemplarischen Subnetzen jeweils. Das sind jetzt Subnetze, die haben die jeweiligen Provider halt irgendwo intern in sich konnektiert. Ein autonomes System ist halt abstrakt, das ist ein Zusammenschluss von Routern, die administrativ unter einer Kontrolle stehen. Das heißt, wenn ich sozusagen Kontrolle über multiple Router habe, dann kann man das als ein autonomes System bezeichnen, sich eine autonome Systemnummer holen. Das ist die Definition davon. Genau, es gibt halt jetzt mal exemplarisch drei Routen in jedem dieser autonomen Systeme. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Facebook mit Apple peert, dann haben die eine Peering-Session aufgesetzt, wie das geht, zeigt gleich Olli. Dann tauschen die diese Routing-Informationen miteinander aus. Das heißt, man sieht auf einmal in der Routing-Tabelle von Facebook, dass da die Routeninformationen aus dem Apple-Netzwerk auftauchen. Und man sieht in der Routing-Tabelle von Apple, dass da alle Routen auftauchen, die Facebook vorher hatte. Das heißt, die haben gepeert, die erreichen jetzt gegenseitig ihre Netzwerke. Wenn das jetzt Apple und Kabel Deutschland auch tun, dann wandern die Informationen natürlich von Apple, aus der Apple-Routing-Tabelle, also die Netze, die hier lokal erreichbar sind, in die Routing-Tabelle von Kabel Deutschland. Und umgekehrt natürlich auch wieder, von Kabel Deutschland wandern die Informationen in Richtung Routing-Tabelle Apple. Dadurch ist jetzt allerdings noch nicht gewährleistet, dass Facebook auch Kabel Deutschland erreicht. Weil die Informationen wurden jetzt noch nicht ausgetauscht. Weil wir reden jetzt hier über Peering. Das heißt, die beiden Partner, die miteinander peeren, die tauschen jeweils gegenseitig ihre Routing-Informationen aus. Dadurch gelangen aber die Informationen von Facebook über die Routen, die Facebook jetzt alle schon kennt, also weil die haben ja schon mit Apple gepeert, nicht zu Kabel Deutschland. Das heißt, dann würden wir über Transit reden. Das heißt, wenn wir jetzt wollen, dass Facebook Kabel Deutschland erreicht, müssten die Apple dazu bringen, dass die die Routeninformationen weitersagen. Das würden wir dann wieder als Transit bezeichnen. Das heißt, ich gebe jemandem anderen Transit, indem ich Routeninformationen weitererzähle, die nicht zu meinem eigenen Netzwerk gehören. Das Peering kann man auf verschiedene Weise machen. Man kann das entweder machen mit einem Kabel. Wenn man zufällig gerade im selben Rechenzentrum steht, kann man sich halt einen sogenannten Cross-Connect bestellen. Ein Cross-Connect ist im Grunde halt ein langes Kabel zwischen zwei Racks und das kann ich dann nutzen, um das auf meinen Router drauf zu stecken. Das macht die andere Partei auch. Und dann kann ich hergehen und kann darüber so eine BGP-Session konfigurieren, die es mir ermöglicht, diese Routeninformationen auszutauschen. Das ist der eine Weg. Das skaliert nur nicht so richtig gut, weil es gibt ja ziemlich viele Netze im Internet und wenn ich das mit jedem machen wollte, dann hätte ich halt ziemlich viele Kabel im Rack. Deshalb gibt es noch eine andere Variante. Es gibt halt, also haben sich so, ja, ich sag mal, Anbieter implementiert, die die Switch-Service anbieten. Ja, das nennt man auch Internet Exchange. Die haben halt einen riesig großen Switch, an dem stecken verschiedene Provider dran von verschiedenen Netzen und das ist halt erstmal ein LAN-Segment. Das heißt, dieser Internet Exchange, der hat halt einen eigenen IP-Block. Da gibt es auch speziellen IP-Space von der RIPE für. Wenn ich einen neuen Internet Exchange gründen möchte, schraube ich irgendwo einen Switch ins Rack und sage so, das ist jetzt der Internet Exchange und ich hätte gerne IP-Space. Dann bekomme ich halt ein kleines Schnipselchen IP-Space und das kann ich meinen Kunden von meinem Internet Exchange dann geben. Das heißt, da stöpseln sich dann Leute ein und die haben erstmal direkte Layer 2-Konnektivität und können über diesen großen Switch dann halt gegenseitig auch BGP-Sessions aufbauen, ohne dass die alle ein Kabel zueinander stecken müssen, weil die stehen ja an einem selben Switch. Das kann allerdings auch ja, ein bisschen komplex werden, weil ich das Problem habe, dass ja da vielleicht, weiß nicht, 200 Teilnehmer sind an diesem Switch. Das heißt, ich müsste halt von meinem AS aus zu anderen 200 ASen BGP-Sessions konfigurieren und das halt ziemlich aufwendig. Da gibt es noch einen kleinen Trick, das heißt, es gibt noch sogenannte Route-Server. Route-Server sind sowas ähnliches wie, sag ich mal, so ein Hub für Routing-Informationen. Jeder, der daran connected ist an einem Route-Server, der schickt dem Route-Server alle Informationen, die er hat
Man peert quasi mit dem und schickt dem alle seine Routen. Und das machen alle. Und dadurch hat der dann halt eine Routing-Information über alle Netze und verteilt die auch. Das heißt, ich bekomme dann die Informationen über die verbundenen Netze, zumindest die, die mit diesem Route-Server peeren, ohne zu jedem Einzelnen eine Peering-Session aufgebaut zu haben. Das ist der Vorteil von Route-Server. In der Realität machen das auch 80% von den Teilnehmern von an so einem Internet-Exchange, aber leider nicht alle. Also manche muss man halt explizit anfragen. Dazu gehört zum Beispiel das DFN. Also das DFN ist aktuell, glaube ich, der einzige, mit dem wir einen tatsächlichen Peering-Vertrag gemacht haben. Steht so drin, macht nichts Böses, achte darauf, dass alle Menschen glücklich sind. Und dann unterschreibt man das einmal und kann dann mit denen halt Routing-Informationen austauschen. Das macht man aber mit einer direkten BGP-Session. Genau. Internet-Exchanges gibt es halt unterschiedlicher Art. Die gibt es halt lokal in einem Rechenzentrum. Die gibt es aber auch total verteilt. Also wir sind zum Beispiel an regionalen Internet-Exchanges in Berlin. Das ist halt zum Beispiel der ESIX oder der BSIX. Die sind halt örtlich ziemlich begrenzt. Es gibt aber auch extrem verteilte Internet-Exchanges. Es gibt zum Beispiel den NLIX. Das war ursprünglich der Netherlands Internet-Exchange. Der ist mittlerweile auf 130 Standorte ausgedehnt. Das heißt, dieser Anbieter sorgt dafür, dass zwischen jedem Standort, an dem er einen Switch betreibt, der Datenverkehr zu einem anderen Standort hinkommt. Das heißt, der hat einen riesig großen Switch, der an 130 Standorten verfügbar ist. Und ich kann mich irgendwo als Kunde dieses Internet-Exchange-Betreibers einstöpseln und kann mit allen anderen reden, die an irgendeinem anderen Standort connected sind. Genau. Ja, Peering, das ist so, dass das früh in der guten alten Zeit so war, dass man ein sogenanntes Zero Settlement hatte. Das heißt, im Endeffekt zahlt jeder seinen Port selbst. Das heißt, ich muss an meinem Router ja einen Port haben, damit ich jemand anders einstöpseln kann. Das macht der andere auch. Und über den Cross-Connect muss man sich irgendwie einigen. Das heißt, wenn ich jetzt mit jemand anderem peere, muss ich mich halt vielleicht darum kümmern, dass der Cross-Connect kommt. Und wenn der andere das Interesse hat, dann bestellt er halt den Cross-Connect. Aber Zero Settlement heißt so, jeder kümmert sich um seine Kosten und eigentlich will man sich gegenseitig nichts dafür bezahlen, damit man miteinander peert. Da hat sich so ein bisschen das Mindset halt verändert, aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, es gibt halt Unternehmen im Markt, die haben ziemlich viele Endkunden. Und die haben natürlich damit eine gewisse Marktmacht, so, weil die müssen den Endkunden ja im Grunde den Content anbieten oder sag mal die Content-Anbieter müssen den Kunden den Content anbieten. Und wenn ich jetzt halt einen Provider habe, an dem ganz viele DSL-Kunden dranhängen und der hat kein direktes Peering mit einem großen Video-Streaming-Anbieter im Internet, dann ruckeln die Videos auf einmal und alle beschweren sich bei diesem Video-Streaming-Anbieter, dass die Videos ruckeln. Das heißt, der hat ein sehr hohes Interesse daran, dass sein Content bei dem Nutzer ankommt. Und das Interesse ist bei manchen halt auch so hoch, dass sie dafür Geld bezahlen würden. Und zwar dem Internet-Service-Provider in der Mitte, damit sein Content, der ja jetzt hier rechts ist, zu dem User da links kommt. Das hat dazu geführt, dass es bei manchen Providern Peering-Policies gibt, die ein gewisses Traffic-Ratio vorschreiben. Das heißt, sie sagen so, okay, ich peer mit dir, wenn du an mindestens 3 Standorten in Europa aktiv bist, wenn du mindestens 3 Gigabit Durchsatz zu unserem Netzwerk machst, aber wenn du nicht mehr als 3:1 Traffic Ratio hast. 3:1 heißt dann, okay, wir schicken dir einen Teil, du darfst uns maximal 3-mal so viel schicken. Dann machen wir das okay, umsonst. Alles andere, was dann darüber hinausgeht, wenn ich jetzt noch mehr als 3-mal so viel schicken möchte, muss dann der andere Anbieter bezahlen. Das heißt in dem Fall so, die Nutzerin, die schickt halt Daten Richtung Content-Anbieter über diesen ISP und wenn der Content-Anbieter den Content Richtung Nutzerin schicken will, dann darf das maximal 3-mal so viel Datenverkehr sein, wie die Nutzerin erzeugt hat bei dem Content-Anbieter, sonst muss der Content-Anbieter dafür bezahlen. So Peering-Policies, die kann man auch nachgucken. Wollte ich jetzt noch mal ein bisschen zeigen, wie man das so nachgucken kann. Es gibt da so eine nette Webseite, das ist die Peering.db. Da sind in der Regel halt sowas wie Peering-Policies hinterlegt. Das heißt, so ein bisschen strukturiert halt auf der linken Seite jetzt, da sehe ich die einzelnen Netzwerke. Also mit Netzwerke ist zum Beispiel Freifunk Rheinland gemeint, damit ist zum Beispiel Google gemeint oder Facebook. Dann gibt es hier drin Internet Exchange Points, da drin finden wir zum Beispiel halt auch den BSIX, an dem wir connected sind.
Das heißt, da tragen die Menschen, die Netzwerk betreiben, ein, an welchen Internet Exchange Points ich dieses Netzwerk konnektieren kann. Dann gibt es Facilities. Facilities sind im Grunde Rechenzentren. Da sind eigentlich so ziemlich alle Rechenzentren eingepflegt, die es so gibt. Und ich kann jetzt halt ein spezielles Netzwerk mal raussuchen. Ich nehme jetzt mal eins, was vielleicht so ein bisschen bekannter ist. Das ist jetzt mal das Netzwerk von Liberty Global. Wem Liberty Global nichts sagt, die haben mittlerweile so ziemlich alle Kabelnetzanbieter aufgekauft in dem Umkreis von Europa. Das sind so die letzten, die sie akquiriert haben. So, davor war das irgendwie Unity Media, was sie akquiriert hatten. Und ich sehe jetzt halt hier erstmal die Information darüber, an welchen Internet-Exchanges sind die überhaupt präsent. Das steht hier oben. Das heißt, da sehe ich sogar, welche Adresse die in diesem Peering-LAN haben. Das heißt, wir erinnern uns, Switch ist da und der Internet-Exchange-Anbieter verteilt Adressen aus diesem Peering-LAN. Und diese Adressen, die tauchen halt hier auf, damit ich weiß, wenn ich jetzt einen Peering zu denen konfigurieren wollte, wohin ich meine BGP-Session konfigurieren muss. Dann sehe ich hier unten, in welchen Datacentern sind die eigentlich vor Ort. Also wo haben die tatsächlich Konnektivität? Wo könnte ich physisch ein Kabel zu denen bestellen? Das kann ich halt hier unten rechts sehen. Was ich hier auch sehen kann, ist halt die Peering Policy. Das ist halt hier als URL hinterlegt. Kann ich halt mal aufmachen. Das ist jetzt mal die Peering Policy von Liberty Global. Und da gab es auch irgendwo noch mal ein nettes PDF, genau. Kann man hier aufmachen. Und da stehen halt solche Dinge drin, wie ja, Traffic Ratio darf nicht Faktor 1 zu 3 übersteigen. Da stehen halt auch Voraussetzungen dafür drin, die man haben muss, damit man mit denen peeren kann. Muss mit denen halt so ein Non-Disclosure Agreement unterschreiben, man muss irgendwie ein professionelles NOC haben. Und diese Informationen, die kann ich quasi über jeden Provider hier abrufen, der in diese Peering-DB seine Daten eingepflegt hat. Das machen die meisten auch aus eigennützigen Gründen, weil diese Informationen darüber, welche Adressen derjenige in dem Peering-LAN hat, die kann ich wunderbar dafür verwenden, Konfiguration automatisch zu generieren. Das heißt, es gibt eine API für diese Peering-DB und wenn jemand anderes, mit dem ich peeren will, seine Informationen hier drin auch gepflegt hat, dann kann mein Skript halt die Informationen daraus ziehen und kann BGP-Sessions anhand der Informationen automatisch konfigurieren. Das ist super. Dann habe ich noch andere Metainformationen. Hier steht zum Beispiel drin, wie viele Präfixe hat denn derjenige überhaupt? Präfixe ist jetzt synonym zu, sagen wir mal, IP-Space zu sehen oder Netzwerken zu sehen, die ich anderen mitteile. Man kann jetzt auf verschiedene Arten sicherstellen, dass jemand anderen nur die richtigen Präfixe erzählt. Man kann jetzt entweder gucken, es gibt ja noch die RIPE-Datenbank, die findet man unter RIPE.net. Da verwaltet im Grunde die Regional Internet Registry ihren kompletten IP-Space drin. Und da kann ich mir die Informationen darüber abholen, wem der IP-Space überhaupt gehört, wenn man das richtig macht. Genau. Kann ich Informationen darüber abrufen, wem der IP-Space gehört. Und jeder hat da nochmal die Möglichkeit, für den IP-Space sogenannte Route-Objects anzulegen. Die Route-Objects sind im Grunde eine Relation zwischen IP-Space und autonomem System. Hier steht nämlich jetzt, okay, das Netzwerk, was wir haben, /24, das wird announced von AS201701. Auf Basis dieser Informationen, die in der RIPE-Datenbank drinstehen, kann ich jetzt als Provider Filter bauen. Das heißt, ich kann mir angucken, welche IP-Spaces darf AS201701 überhaupt announcen an andere Netze und kann danach dann halt filtern. Das ist die eine Variante. Das heißt, ich kann den Filter anhand der RIPE-Datenbank automatisieren. Ich kann den Filter auch händisch konfigurieren, jedes Mal, wenn ich eine neue BGP-Session baue. Dann teilt mir vielleicht der andere mit, welche IP-Space er hat, oder ich gucke dann selektiv in die Datenbank und konfiguriere das. Jedes Mal, wenn ein neuer IP-Space dazukommt, gibt es halt eine Mail über so eine Internet-Exchange-Mailing-Liste. Da schreiben die Menschen dann so, hey, ich habe neuen IP-Space, bitte passt mal eure Filter an. Die andere Variante ist so das Vertrauensprinzip. Das heißt, ich habe hier oben ja gerade die Zahl gezeigt, 15 Präfixe. Wir haben da jetzt reingeschrieben, wir werden niemals mehr als 15 Präfixe announcen.
Das ist die andere Variante. Das heißt, ich kann pro BGP-Session sagen, lerne maximal 15 Präfixe und wenn da mehr kommen als 15 Präfixe, dann mach die Session bitte aus. Weil dann kann das auf gar keinen Fall richtig sein, was da geschickt wird. Das ist die andere Form. Das findet man halt auch ganz viel im amerikanischen Raum, weil das, was ich jetzt gerade in der RIPE-Datenbank gezeigt habe, mit diesen Route Objects, das ist nicht in jeder Regional Internet Registry so. Das heißt zum Beispiel die ARIN, die für den amerikanischen Raum da ist, die sieht in ihrer Datenbank solche Informationen nicht vor. Das heißt, da kann ich diese Informationen gar nicht rausziehen und kann dementsprechend auch nicht automatisch danach filtern. Ich kriege über diese RIPE-Datenbank natürlich noch mehr Informationen raus. Wenn ich jetzt mir mal das autonome System anklicke, die sind alle so verlinkt, diese Objekte, die es darin gibt. Das ist jetzt mal unser autonomes System. Da kann ich außerdem noch sagen, mit wem kommuniziere ich überhaupt. Ja? Das heißt, mit wem habe ich irgendeine Session am Laufen, über die ich vielleicht alles akzeptiere. Das heißt, man sieht hier drin, dass wir von AS 29760 alle Informationen akzeptieren würden. Dass wir von AS49009, das sind die Hamburger, alles akzeptieren, was in dem AS-Set AS-FFL drin steht. Dieses AS-Set ist im Grunde eine Kombination aus mehreren autonomen Systemen. Das macht man deshalb, weil man dann nicht jedes Mal diese ganzen Imports und Exports in allen anderen AS-Objekten aktualisieren muss, wenn Neues dazu kommt. Das heißt, ich kann dann einen Platzhalter hinterlegen, der heißt jetzt in unserem Fall AS-FFL. Und kann darin dann mehrere Member angeben. Das heißt, wenn ich mit jemandem eine Transit-Session aufbaue, dann pflegt der die in seinem autonomen System ein und sagt so, ich akzeptiere von dem AS sowieso. Das müsste der jedes Mal aktualisieren, wenn bei mir ein neues AS dazukommt. Damit er das nicht tun muss, schreibt er da rein, ich akzeptiere von AS sowieso AS-FFL. Und damit ist alles inkludiert, was in diesem Objekt gelistet ist. Genau. Genauso ist das mit den Exports halt auch. Das heißt, ich sage hier auch, zu wem ich was exportiere. Kriegst du das ein bisschen größer? Ach so. Danke. Genau. Ja, die RIPE-Datenbank, die gibt halt eigentlich ganz gute Informationen. Das heißt, da kann man mal drin rumklicken, das ist manchmal ganz interessant. Was in dem Kontext noch interessant ist, ist halt die Seite bgp.he.net. Da kann ich mir jetzt auch noch mal ein paar Informationen zu angucken, zu so einem autonomen System. Also ich kann da sehen, mit wem haben wir halt IPv4 Peerings, mit wem haben wir IPv6 Peerings. Ich kann mir Graphen angucken über die Sichtbarkeit unseres IP-Spaces im Internet. Das heißt, hier ganz links ist unser autonomes System und hier ist zum Beispiel das autonome System LWL.com. Und die sehen uns zum Beispiel über die Hamburger Freifunker. Das heißt, wenn LWL.com was zu uns schicken möchte, dann wird das über die Hamburger Freifunker kommen. Genauso dann halt Kaya Global. Kaya, also die LWL.com hat Transit gekauft bei Kaya Global. Kaya Global ist auch ein, ja, ein Nearly T1 ISP. Und die bekommen unsere Route von LWL.com, weil die von den Freifunkern in Hamburg bekommen haben. Das heißt, man sieht bei BGP-HE-Net so ein bisschen den Zusammenhang. Das ist nicht wirklich komplett repräsentativ, weil das immer eine gewisse Sicht ist von einem gewissen Blickwinkel. So. Das kann halt aus einer anderen Ecke des Internets vielleicht noch ganz anders aussehen. Weil BGP-HE-Net bekommt natürlich nicht mit, wenn wir uns irgendwo noch ein direktes Kabel zu einem anderen autonomen System stecken, was jetzt unsere Route-Information nicht weitererzählt. Das würde natürlich bei denen halt nicht sichtbar werden. Was noch gibt, ist dann halt das Radar. Da kann man auch Informationen über diese ganzen BGP-Sessions und Peerings bekommen. Das heißt, ich kann hier auch nach einer AS-Nummer suchen. Und sehe jetzt hier so, unser AS hat halt Platz 121 in IPv4-Konnektivität. Und behauptet, er hätte keine V6-Konnektivität, ist auch interessant. Genau, da sehe ich nochmal im Detail, was für Peerings wir eigentlich haben. Das heißt, mit diesem Tool haben wir selber eine BGP-Session konfiguriert. Das machen wir nicht dafür, damit wir denen unsere Routing-Informationen schicken, damit die uns Traffic schicken, sondern das machen wir dafür, dass die unsere Routing-Informationen haben, um die auf der Webseite darzustellen. Das heißt, die haben eine vollständige Sicht unserer Routen, die wir haben. Und darum können die hier halt exakter anzeigen, was wir überhaupt für Peerings haben.
Also ich kann das mal draufklicken. Wir haben zu denen keinen Exportfilter, deshalb sieht man auch die privaten AS von den ganzen Communities, die bei uns dranhängen. Das kann ich gleich auch nochmal zeigen. Also hier sieht man jetzt mal die Liste von Peerings, die wir haben. Kann man jetzt hier durchklicken, ist mal ein bisschen länger mit beschäftigt. Ich klicke mal gerade auf diese Unspecified 34. Das sind die ganzen autonomen Systeme, mit denen wir so intern peeren. Die haben ja alle private AS-Nummern, weil wir zu denen keinen Filter konfiguriert haben und sagen, wirf die privaten AS weg, kommen die damit durch und darum kann man die hier auch öffentlich einsehen. Das heißt, die Nummerierung dieser AS, die findet man ja dann im Intercity-VPN wieder, wem jetzt welches AS davon gehört. Das ist eigentlich auch ein ganz praktisches Tool. Dann hat man ja noch vielleicht mal irgendwann Bedarf rauszufinden, über welchen Weg ich zu einem bestimmten Ziel gehen kann. Das heißt, das kann ich entweder auf meinem eigenen Router tun, rauszufinden, welchen Weg das Paket nimmt zu einem bestimmten Ziel. Kann ich ja hier einhacken, show root for 4x8. Und dann sagt mir mein Router an, so welchen Next Hop hat er für dieses Ziel. Also wo würde der das Paket als nächstes hinschicken, wenn ich das jetzt auf die Reise schicke. In dem Fall sieht man hier mit dem Sternchen markiert die aktive Route. Also unser Router, das ist jetzt die BBB in Berlin, würde das Paket zu 4x8 als allernächstes an Google schicken, weil wir eine direkte Google-Session haben, also eine Peering-Session haben am B6 mit Google. Und da würde der das Paket als nächstes zu diesem Router schicken. Diese Informationen kann ich ja jetzt nur aus meiner Sicht abfragen. Ich weiß ja jetzt nicht so, wie würde eigentlich Google mein Netzwerk erreichen? Weil ich habe ja keinen Zugriff auf die Router bei Google. Dafür gibt es was, das nennt sich Looking Glass. Damit kann ich mal die Sicht aus einem fremden autonomen System auf mein Netzwerk abchecken. Gibt es halt hier so eine Liste von Looking Glasses, gibt es auch ein paar mehr von. Kann man gerade mal ein deutsches suchen, zum Beispiel von den Kollegen von Bellevue. Dann nehmen wir mal die QSC. In der Tat, ja. Ach, sorry. Ja, genau. Ah, können wir auch machen, ist eigentlich egal. Ja. Kann man sich jetzt hier so ein bisschen durchhangeln durch die Kommandostruktur? So, das heißt, ich kann jetzt über so ein Looking Glass, das kann ich halt, es gibt auch Webseiten, über die man das abfragen kann. Das kann man jetzt halt per Telnet abfragen, kann ich jetzt hier eingeben, show BGP IPv4 Unicast, weil ich eine Unicast-Adresse für die V4-Protokollfamilie nachgucken möchte. Und gebe dem halt einen Präfix mit, in dem Fall meinen Präfix, weil ich wissen will, wie kommen die eigentlich zu mir hin. Und dann listen die mir aus ihrer Sicht halt auf, welchen Weg das Paket nehmen würde, um in mein Netzwerk zu gelangen. Das sieht man jetzt hier. Das heißt, sie sind verbunden mit den In-Berlin-Leuten. In-Berlin ist 29760. Und die würden das an In-Berlin schicken und In-Berlin würde das dann an uns schicken. Und das ist erstmal der Weg. Genau. Das war so das Thema, das Internet und wie es funktioniert. Hat irgendwer noch Fragen dazu? Ja? Ja. Ja. Das liegt daran, dass wir noch keine IPv6 Peering Session zu denen haben. Das ist das, was ich gerade erzählt habe. Das heißt, wir haben eine Peering-Session zu denen für V4, und über die schicken wir denen alle unsere Routen. Das haben wir für V6 noch nicht mit denen, weil die das für V6 noch nicht unterstützen. Darum ist das halt anders. Ja? Ja?
Ja, in der Regel, also wenn man jetzt selber Local Internet Registry werden möchte, das war die Frage, wie sieht die organisatorische Thematik bei Ripe aus, wenn man selber LIR werden möchte. Im Grunde geht man auf die Ripe-Webseite und füllt ein Formular aus und hat einen großen Geldstapel im Rücken, weil man für die Aufnahme Geld bezahlen muss und man muss halt auch eine jährliche Fee bezahlen, um dann Mitglied zu bleiben. Und dann füllt man das Formular aus, ja, man muss noch einen Vereinsregisterauszug mit dazulegen und dann ja, geht der Prozess seinen Weg und man ist dann halt irgendwann auch hier und hat dann auch IP-Space. Aktuell glaube ich 1600 im Jahr und einmalige Aufnahmegebühr sind 2500 Euro. Mau, mau. Ah, hi. Wir machen das jetzt folgendermaßen, damit die Zuschauer im Stream auch etwas von den Fragen haben. Zeigt ihr einfach kurz auf, wenn ihr eine Frage habt. Ich komme dann zu euch und ihr fasselt einfach diese Frage in dieses Mikrofon und dann bleibt das auf jeden Fall auch für die Nachwelt erhalten. So, wer will? Da hinten. Ja, ich komme. Danke. Frage zu den AS-Nummern, speziell jetzt von unseren internen AS-en. Ist das irgendwie wie bei IP-Adressen, dass es einen Präfix gibt, da machst du deine eigenen drunter? Oder gibt es da irgendeinen Unterschied zwischen AS-Nummern, die du vergeben kriegst und was du dir privat so nimmst, um dich intern zu organisieren? Und ist das okay, dass die raussuppen jetzt in dieses, wie hieß das Tool da, wo man die drin gesehen hat, wo andere die drin gesehen haben? In das Radar meinst du jetzt? Was? In das Radar. Ja, genau. Genau. Ja, also es gibt wie bei IP-Adressen für AS-Nummern auch Bereiche, die nicht einheitlich öffentlich verwaltet werden. Das sind halt so private AS. Das ist das, was man jetzt auch unter Unspecified bei uns findet. Das ist erstmal okay, dass das da raussuppt. Das ist ja jetzt erstmal Information, die keinem wehtut, weil das nur auf der Webseite dargestellt wird. Das ist vielleicht ganz interessant, wenn das jemand mal angucken möchte. Grundsätzlich hat man eigentlich ein autonomes System. Das heißt, man bekommt eine Public AS-Nummer, die konfiguriert man auf allen Routern und damit stellen sich die Router nach außen dar. Man kann noch so Dinge tun, dass man die intern nochmal in Sub-AS organisiert. Ich weiß nicht, ob Olli das gleich nochmal erzählen wird. Das kommt in der Praxis aber auch eigentlich nicht vor. Also, ja, gibt es auch so einen RFC-Bereich für. Es gibt ja welche, die fangen bei 42.000 irgendwas an oder 42 Millionen, keine Ahnung. Kann Olli aber gleich auch nochmal erzählen. Es gibt ja auch reservierte Bereiche, in denen man halt sich AS einfach picken kann. Genau. Weitere Fragen? Haben wir denn Fragen aus dem Internet? Gibt es irgendeine Policy Freifunk Rheinland intern? Das heißt, wenn jetzt eine Community selber unter AS vergeben würde, wie dann Naming ist, also welche sie da benutzen könnte, oder ist das? Du meinst, wenn jetzt eine Community Upstream von uns bekommt? Angenommen, die Community würde es einfach weiterspinnen und würde intern auch nochmal wieder neue AS haben, aus welchen Gründen auch immer, könnte die selber welche vergeben oder nicht? Ja klar, aus dem Private AS-Space kannst du Adresse vergeben, solange die unique sind. Genau, und da war die Frage, ob es dafür eine Naming-Policy gibt innerhalb des FFRL. Nee, da haben wir keine Policy für. Also in der Regel, wenn das im Intercity VPN nicht verwendet wird, wird es bei uns auch nicht verwendet. Ja, weitere Fragen? Hat das Internet Fragen? Ich schaue Richtung ASC-Engel. Nee, aber hier gibt es noch eine Frage. Zu der Konstellation mit Hamburg. Die haben ja auch ihr eigenes autonomes System. Ja. Die sind quasi, wenn man das jetzt so in echtem Internet beschreiben will, Kunden bei euch, oder? Also ja. Ihr seid quasi als Lier der Provider, ja, und die sind aber euch Kunde und haben dann ihr autonomes System. Genau. Das habt ihr denen quasi bei der RIPE. Das ist so. Genau. Und ihren eigenen V4-Space entsprechend. Das ist so. Kann ich auch gerade mal zeigen. Die Freifunker in Hamburg haben wir gerade gesehen. Das ist 49009. Das kann man natürlich jetzt in der RIPE-Datenbank auch nachgucken.
Genau. Da sieht man das Freifunk Hamburg AS, AS49009. Es gibt eine Policy für das Benennen dieser Objektbeschreibungen. Das heißt, bei autonomen Systemen ist die Vorgabe von Arribe aktuell noch, dass die Organisation, die das AS hält, auch immer in der Description stehen muss. Das heißt, die Organisation, zu der das AS gehört, ist in dem Fall jetzt Freifunk Rheinland e.V., weil das ein AS ist, was wir ganz normal originär bei der Arribe bezogen haben. Genau. Und dass Hamburg ein AS hat, liegt daran, dass die halt selber peeren wollen, im Gegensatz zu anderen Communities, die bei euch quasi nur Transit einkaufen. Also richtig. Das ist auch eine Sache, die nicht unbedingt skaliert und es sei denn, man hat jetzt super viele Sponsoring-Angebote, das lokal zu machen mit Funk auf den Dächern oder so. Ansonsten würde ich das halt auch nicht unbedingt empfehlen. Weil es bringt einfach nicht so unbedingt Mehrwert, wenn man da jetzt nicht diese Option hat, lokale Datacenter reinzukommen. Weil die Hamburger, die sind in Hamburg an, ich glaube, 3 Standorten in Rechenzentren. Genau. Ja, Artfiles, RPHH und IAZ42, okay. Genau, man sieht jetzt hier mal das Hamburger AS, mit dem die so konnektiert sind und was die hier so für Peering am Start haben, genau. Na, die Hamburger können das auch nur machen, weil sie offizielle IP-Adressen gesponsert bekommen haben. Von IPHH, glaube ich, nämlich das /24 da. Ansonsten könnten sie im Internet nicht auftauchen. Die kleinste Netzwerkeinheit, die man im Internet haben muss, um erreichbar zu sein, ist im Moment per Definition in /24. Hat man weniger IPs als das, taucht man im Internet selbstständig nicht auf, sondern braucht irgendwen, der Transit macht. Also die Hamburger sind bei uns nicht Kunde, wir sind bei denen nicht Kunde. Wir machen so ein Konzept, was es üblicherweise eigentlich nicht gibt, so ein Bilateral Transit haben wir das genannt. Das heißt, wenn bei denen alles andere abrauscht, haben die noch eine über den ECX gesponserte Verbindung zu uns. Sollte bei uns alles abrauschen, geht der komplette Traffic über die Hamburger. Ich glaube, das fänden die nicht witzig. Nö, genau, das ist so. Ja, das ist bei V6 genauso und es gibt halt eine organisatorische Abhängigkeit. Also die organisatorische Abhängigkeit kriegt man damit halt nicht eliminiert. Weil die hängen halt an uns dran, genauso wie wir allen anderen Communities Upstream geben. Das heißt, der IP-Space ist ja jetzt Provider-Independent, ne? Weil Nein. Der ja von... Der kommt aus einem PA-Block eines anderen Liers. What? Aber ich dachte, wenn der Provider assigned ist, müsste der dann nicht auch von dem Provider Geheimnis. Aus dem AS irgendwie... Das ist kein Geheimnis. Das kann man auch nachgucken. Man nimmt jetzt einfach diesen IP-Space, der hier gelistet ist und geht auch in diese magische RIPE-Datenbank. Und da steht das drin. Da sieht man hier ganz oben, aus welchem Netz das Ding eigentlich halt rauskommt. So. Genau. Gehört da zum Internetport Hamburg. Das ganze Ding. Wobei Provider Assigned und Provider Independent nicht heißt, dass der Provider, von dem die IPs kommen, die auch routen müssen. Das heißt nur, dass diese IPs organisatorisch irgendwem gehören. Genau, die kann man halt nicht einfach so mitnehmen, da brauchen wir entsprechende Verträge. Der Gag genau. An Provider Independent ist, dass ich mir dann halt Provider aussuche, da ist das genauso gedacht. Das geht mit PA-Space aber auch. Ja. Genau. Der Max hat es gerade gesagt, /24 ist das Minimale, was ich verbreiten kann an Routing-Informationen. Das liegt daran, dass zum jetzigen Stand halt schon 576.000 Routen in dieser Default-Free-Zone sind. Also Informationen über Netze, die es im Internet gibt. Das wären halt von Zeit zu Zeit immer mehr. Und wenn jetzt Leute ihren IP-Space kleiner machen würden als /24, dann bekommt man einfach irgendwann mal ein Thema, weil diese Zahl halt weiter explodiert. Und es gab, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr irgendwann mal ein fettes Thema mit Cisco-Infrastruktur, weil die eine harte Aufteilung drin hatten für Memory. Und die waren bei einem harten Limit, Konfigurationslimit von 512.000 Routen. Und dann kam die 512.001. Route. Und die konnte dann nicht mehr im RAM abgelegt werden, weil der Space, der dafür vorgesehen war, zu klein war. Das heißt, einmal rekonfigurieren, rebooten und dann ging das wieder. Ja, gibt es noch Fragen? Man kann ja auch böswillig oder nicht böswillig
falsche Routen annoncieren, was kann ich oder kann derjenige sich dagegen wehren? Also was mache ich, wenn ich falsche Routen bekomme und merke, das geht alles ins Jenseits? Ja, also das nennt man dann halt so Blackholing. Das heißt, ich verteile Routening-Informationen, für die ich beim Transport, wenn er mir wirklich Pakete schickt dafür an das Ziel, die Pakete verwerfen würde. Das ist halt ein schwarzes Loch, so, in dem die Pakete verschwinden. Das kann ja ein Konfigurationsfuck-up sein. Das muss ja nicht unbedingt Absicht sein. Wenn das jemand absichtlich falsch tut, gibt es halt Mechanismen. Das ist halt das eine, ist halt, ich filtere anhand der Informationen, die in der RIPE-Datenbank drinstehen. Es gibt auch Routensignierung. Das heißt, man kann Routen auch signieren und sagen, so, das ist legitim. Damit hat man ausgeschlossen, dass jemand anders das tut. Also Routen-Advertisen, die einem selber gehören. Das andere ist halt, dass man dieses Präfix-Limit konfiguriert auf BGP-Sessions. So, das heißt, ich sorge dafür, dass ich, wenn der mir mehr Routen schickt, als er das gewöhnlich tut, dass dann seine BGP-Session runterfällt. Das kann ja auch aus Versehen mal passieren. Es gab da auch so einen kleinen Incident schon mal in unserem Netzwerk, dass wir das Internet halt weiterverbreitet haben. Das ist auch für einen kurzen Moment aufgefallen und dann ist natürlich unsere BGP-Session zugegangen. Wir hatten halt mehrere Upstream-Provider, denen wir indirekt halt die Routing-Informationen über das Internet geschickt haben mit der Information, das kommt alles von uns. Und das hat dazu geführt, dass dann halt diese Information weiterverbreitet wurde, aber als wir denen das 15. Netz geschickt haben oder sowas, oder weiß ich, 20. Ist die BGP-Session runtergefallen und dann ist es halt erstmal okay. Genau. Heißt es eigentlich automatisch, dass wenn ich eine Route von einem autonomen System bekomme, dass ich dann auch den gesamten Traffic über dieses autonome System schicke zu dieser Route? Oder es könnte ja auch sein, dass ich, was weiß ich, aus den Routeninformationen merke, eigentlich gibt es eine Abkürzung, die ich nehmen könnte. Ja. Das kann ich mal kurz zeigen. Also ich kann mir halt jetzt anschauen, welche Routen es gibt. Das ist genau das, was jetzt hier zu sehen ist. Das heißt, ich habe jetzt hier alle Optionen gelistet, die zu, in dem Fall 4x8 führen. Das ist nur nicht besonders interessant, weil das halt direkt benachbart ist. Das wird wahrscheinlich gut sein. Das sieht man jetzt hier auch nicht besonders. Also man sieht in den eckigen Klammern hier hinten den AS-Pfad, den das Paket nehmen will oder würde, wenn ich das über diesen Weg schicke. Das ist jetzt die Liste der möglichen Routen, die ich vorliegen habe, um dieses Netzwerk hier oben zu erreichen. Und hinter dieser Route steht hinterher immer in eckigen Klammern der AS-Pfad, den das nimmt, um dahin zu kommen. Das heißt, wenn mir jemand Routeninformationen weitererzählt, dann erzählt er mir auch weiter, welche anderen autonomen Systeme auf dem Weg dazwischen mir und ihm und dem Zielnetzwerk liegen. Und darüber kann ich halt im Vorfeld abschätzen, wie weit das weg ist. Also wir haben es gerade gesehen, als ich unseren IP-Space quasi abgefragt habe bei Bellevue war das, genau. Genau. Dann sieht man jetzt hier den AS-Pfad. Aus Sicht von Bellevue macht das halt einen Hop zu in Berlin. Und dann sieht man unser AS hier multiple Male. Das hat den Hintergrund, dass wir unser AS prependen zu gewissen Providern. Das heißt, wir haben gesagt, wir möchten gerne unseren Traffic hauptsächlich über Peering bekommen. Und wir prependen uns selbst, also wir schieben unsere AS-Nummer, wenn wir unsere Routeninformationen anderen weitererzählen, vorne noch dran dreimal, damit der Pfad künstlich länger aussieht, das über Transit zu schicken, als das über Peering zu schicken. Genau. Das ist die Metrik, nachdem das entschieden wird, wo das hingeht.
Das heißt, aber das autonome System ist ja abstrakt, das ist ja ein Zusammenschluss von Routern. Das kann ein Router sein, das können halt auch Zehntausende sein, so wie im Google-Style so weltweit. Das sieht man natürlich darin nicht. Das sieht man nur, welches Eis liegt dazwischen, wie viele konkrete Router jetzt auf dem Weg dazwischen liegen, verrät diese Information natürlich nicht. Tju, gibt es noch Fragen? Aus dem Internet? Ja, dann bedanke ich mich und dann kommt als nächstes der Takt.